Glück auf und grüß Gott, da sind wir wieder bei Overlord. So, wir wollten irgendwie in dieses wunderschöne Schloss kommen. Und ich habe so den blöden Verdacht, es geht bestimmt nur über diesen Weg. Oh, sitzt noch einer. Den Kuss angreifen, Adam. Was haben wir denn verloren? Der Rote, okay. Aber viele verloren. Das muss stärken. Ich werde vernachlässigen. Hier muss es doch auch ohne Schergen geben. Nicht von hier oben irgendwie mal was runterwerfen. Wenn auch nicht richtig, na toll.
mir leid, aber es ist so. Also, wenn was gemacht werden soll, selber machen. Das sieht aus, als würde es mehr Leben bringen. Oh, ein Objekt? Ich mag Objekte. Was sind das eigentlich für Köpfe? Sehen ein bisschen aus wie die Schalken, aber irgendwie nicht ganz. Träger haben wir auch verloren, schade. Naja. Alle! Lady, bitte beeilt euch, sie kommen! Bleib weg! Diese Menschen sind keine Bedrohung! Leg das weg! Okay, wir sollten rennen! Ja. Schnell, die Kammer! Das war fürchterlich! Wenn du nicht willst, dass sie uns hierher folgen, solltest du die Tür schließen. Alle! Behaltet eure Roten besser im Auge. Warum die Roten? Sie sollen brennen. Hey, passt auf eure Schergen auf. Eure kleinen Kreaturen sind echte Schätzlein. Ich bin Rosa. Sieht so aus, als ob ihr nicht ganz ungeschickt wärt. Seid ihr an einem Auftrag interessiert? Habt ihr von der Seuche in Himmelsspitze gehört? Eine sehr unschöne Sache. Ich wollte wissen, ob die armen Kerle hierher fliehen können, die nicht infiziert sind. Noch nicht. Ich muss weg von hier, aber erst wenn diese Plünderer weg sind. Und außerdem brauche ich mein Gepäck. Könntet ihr euch darum kümmern und mein Gepäck holen? Typisch Frau. Übrigens sind die Plünderer in Begleitung einer seltsamen Kreatur unterwegs. Irgendetwas Magisches. Sie hat ihnen wohl geholfen, hier hereinzukommen. Töpfe sind auch immer gut. Okay.
Alle! Also ich komme ein bisschen an diese... ja, nicht Hobbit-Höhle, aber... doch, ein bisschen schön. Im Aufbau. Gut, dann brauchen wir erstmal wieder Rote. Alle! Rote! Alle! So ein Hickhack. Da oben kriege ich dann wahrscheinlich die Tür auf. Gut. Und Rote. So, also wenn es da drüben weitergeht, dann gucken wir erstmal, wie es hier unten aussieht. Hier oben bleibt er jetzt stehen. Okay. Von mir aus. Nee, sie sind weg. Okay. Aber bleibt's. Mir fällt nicht mehr ein. Baut denn so ein Schloss? So, hier
oben wieder welche an der Decke? Ich hoffe nicht. War irgendwie zu erwarten. Ich kann nicht lange mitmachen. Wieder welche. Könnt ihr denken, da ist irgendwo ein Nest? Und da wieder welche sind, und bestimmt auch wieder welche von der Decke. Irgendwo. Die Plünderer wollen nicht, dass ich den Kranken helfe. Sie wollen nur Chaos vorbereiten. Bricht diese Seuche auch außerhalb von Himmelsspitze aus, wird alles sehr chaotisch. Und das hasse ich. So, und wenn ich jetzt mal hier so reingucke, wird da bestimmt wieder so eine Art Endboss auf uns lauern. Und das möchte ich mir für den nächsten Teil aufheben. Kriege ich dich irgendwie vorher noch hier raus? Ich glaube nicht. Nein? Gut, dann würde ich sagen, musst du hier wohl noch eine Woche verweilen. Bis dahin.